Normalerweise frisiert er Verona Poth und Judith Rakers. Aber heute zeigt Star-Figaro Jörg Oppermann seine Styling-Künste inmitten einer Düsseldorfer Inn-Location. Für den Promi-Friseur ist eine gute Frisur mindestens so wichtig wie das richtige Outfit. Frisur und gesunde Haare sind für mich natürlich als Stylist unerlässlich. Und es gehört zum Leben dazu, zum Lifestyle. Der perfekte Auftritt mit dem perfekten Outfit gehört einfach dazu, dass die Haare perfekt sind. Für den richtigen Schwung im Haar greift der Profi natürlich zum Föhn. Heute probiert er eine Weltenheut aus. Dieser kleine Apparat soll ein echtes Stylingwunder sein. Die Tipps zum Thema Haare trocknen gibt's gratis dazu. Man sollte nicht zu heiß föhnen. Die Keratinstruktur wird damit irgendwie nicht unbedingt besser. Und grundsätzlich gilt, mit der Struktur, mit der Haarstruktur föhnen. Entgegengesetzt blustert das Haar auf, die Schuppenschicht stellt sich auf und das Haar wirkt unkoordiniert und glänzt nicht. Die britische Ideenschmiede von James Dyson hat sich 4 Jahre mit dem Thema Haare beschäftigt. Das Technologieunternehmen, das sich mit beutellosen Staubsaugern einen Namen gemacht hat, will nun mit dem neuen Supersonic Haartrockner die Beauty-Branche aufwirbeln. Jörg Oppermann lässt sich in Sachen Styling-Zubehör nichts vormachen. Ein guter Föhn gehört für ihn zu den wichtigsten Werkzeugen in jedem Salon und jedem Badezimmer. Also Föhn ist natürlich immer meist unerlässlich. Der Föhn-Style passt sich dem heutigen Look an. Das heißt, wir föhnen trotzdem, aber wir föhnen lässiger, sodass es irgendwie wahnsinnig natürlich aussieht. Das heißt, der Look heutzutage ist eigentlich viel cooler. Nicht nur die weiblichen Gäste sind von den Stylings des Starfriseurs begeistert. Auch die Herren der Schöpfung finden Gefallen an dem kleinen Technikwunder. So liegt auch in Zukunft ihre Frisur voll im Trend.